entrance to the pipeline from that facility. Taking it out should end the leak. The client this time is an environmental NGO. Destroy the facility. Stop that leak. This may seem like straight-up philanthropy, but there's another reason we agreed to it. The Mfinda oil field was outdated. Abandoned. Then the rebel group UNITA moved in, taking it upon themselves to kickstart operations. UNITA's been rapidly modernizing its arsenal. Rumor has it someone's been selling them U.S. military hardware. Intel's analysis suggests the broker's a front company, Cyphers. Keeping tabs on UNITA could tell us who's pulling its strings. Ja, mal wieder hallo und herzlich willkommen zum Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, Episode 44. Ja. Euch kommt das Ganze wahrscheinlich mal wieder bekannt vor. Das ist eine Wiederholungsmission, diesmal im Modus Stealth. Sprich, wir dürfen überhaupt nicht entdeckt werden. Und ich zeige euch mal immer, wie es geht. Dann erstmal hier hoch, hier muss man aufpassen. Hier könnten, ja, da sind Minen. So. You've arrived at Massa Village. Der flackert da rum. Jetzt nicht mehr. Should be a thing or two that'll come in handy. So. Don't be shy. They deserve to be in better hands. The map has been updated. Hier rennen wir eigentlich relativ schnell wieder vorbei. Wir haben wieder keinen Reflexmod, also schön aufpassen hier. Und weiter geht's. Enemy presence detected. The map has been updated. So, hier hatten wir noch einen. Und da kommen nochmal zwei Gegner. Deswegen schnell weg hier, Licht aus. Gut, passt. Das ist ein Zeichen. Wir laufen zu Fuß weiter. Weit ist es ja nicht mehr. Was geht, D-Dog? Alles fit? Enemy presence detected. The map has been updated. So, das sind wir auch schon. Extraction around the base. To stop the leak, you need to shut down the oil transfer pot and destroy. So, wie gehen wir vor? Diesmal ein bisschen anders. Hier betäuben erstmal die Typen hier. Da ist noch einer. Der ist wichtig. Analysis complete. Ah,
Haben wir noch irgendwo was? Da ist noch einer. Und noch einer. So, ich glaube, das reicht erstmal. Ja. Dann heißt es, Granate los. Ja, das war nicht weit genug. Passt. So, jetzt müssen wir noch zur Steuerung. Wir wurden wieder woanders gedroppt. Ah, jetzt haben wir schon mal den Weg frei gemacht und können hier eigentlich einfach durchrennen. So, da ist so ein kleines Hindernis. Ja. Ah, der kam schon gefährlich nahe. Ups. Hier ist noch ein Gegner. Da drüben. Zwei sogar. Immer im Hinterkopf behalten, ihr dürft nicht entdeckt werden. So, jetzt ist der Weg frei. Und aus damit. So, nun schnell weg hier. So, da haben wir zwei Wachen. So, da oben sind ein paar Walker-Gears. Ja, lasst euch von denen am besten überhaupt nicht spotten. Du stehst im Weg, D-Dog. So, das ist schon mal ein gutes Ablenkungsmanöver. Walker Gears, what are they doing there? So, die werden jetzt alle schön schlafen. So geht's. So, für ein bisschen Cash können wir die noch mitnehmen. Support helicopter requested.
So, da haben wir noch zwei Patrouillen. Und ich habe keine Munition mehr. Mein Schalldämpfer fürs Gewehr ist kaputt. Also schleichen wir an denen vorbei. An enemy unit is en route to the hills. Looks like they mean to hunt you down. Arrived. You'll have to make it past them somehow. Ja, ich glaube, die wollen mich hier gerade verarschen. Die rennen genau in meine Richtung. Support helicopter has arrived. Ja, die sind ein bisschen zu neugierig hier. So. Jetzt weg hier. Und fertig ist die Mission. Ja, ziemlich genau 12 Minuten haben wir gebraucht. S-Rank haben wir geschafft. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Like unter dem Video und abonniert meinen Kanal für noch mehr Videos. Haut rein!